Hey Leute, heute geht es um das Thema Symbionten. Was sind Symbionten und welche Arten gibt es im Marvel-Universum? Das alles beantworte ich im heutigen Video. Falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal und vergisst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Im Allgemeinen bezeichnet man Symbiose als Zusammenleben zwei unterschiedlicher Lebensformarten, die sich gegenseitig helfen. Einen nennt man Symbionten und den anderen Wirt. Unabhängig von Körpergröße oder sonstiges. Eine Symbiose ist zum Beispiel in der Natur zu finden. Bäume und Sträucher werden von verschiedenen Spezies bestäubt und sind darauf angewiesen. Das ist die allgemeine biologische Erklärung. Doch wie ist das nun im Marvel-Universum? Im Marvel-Universum werden Symbionten als eine gewisse Masse dargestellt, wie zum Beispiel Venom, die nur mit einem Wirt, also wie im echten Leben, überleben können. Doch woher kommen diese Symbionten? Woher kommt Venom? Venom und die anderen Symbionten sind außerirdische Lebensformen, die vom Planeten Klyntar kommen. Dies könnt ihr auch in der 5 Ausgaben umfassender Comicreihe Planet of the Symbionts, der 1995 erschienen ist, lesen. Also die allgemeine Symbiose vom Planeten Klyntar verhält sich anders als wie bei uns auf der Erde. Doch welche Symbionten außer Venom gibt es denn noch? Da hätten wir zum Beispiel Carnage. Carnage, quasi ein Ableger von Venom, der auch zusammen mit dem verrückten Zellengenossen von Eddie Brooke, Gladys Cassidy, sich zusammengetan hat. Wenn ihr eine ausführliche Erklärung von Carnage haben wollt, dann klickt doch einfach mal oben rechts auf das i-Pünktchen. Weiter im Text. Scream, auch eine von Venom stammende Symbionten, der sich mit Donna Diego, eine Freiwillige der Life Foundation, zusammengetan hat. Scream ist somit die Schwester von Carnage. Toxin. Ein Symbiont, der davor provisorisch mit Eddie Brooke sich zusammengetan hatte und dann zu einem Polizisten namens Patrick Mulligan übergegangen ist. Scorn. Ein Symbiont, der in einem künstlichen und hochentwickelten Arm versteckt war, der sich dann mit Tanis Nevis, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, einer Psychiaterin zusammengetan hatte. Scorn stammte von Carnage ab, somit ist sie sozusagen die Tochter von Carnage. Als nächstes hätten wir dann noch Hybrid, der sich mit Scott Washington, einem Gardist, zusammengetan hat. Hybrid ist ein Antiheld und ist ein Zusammenschluss von 4 Symbionten. Riot, Phage, Lasher und Agony, die zu einer Einheit wurden, zu einer Symbionteneinheit. Noch ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel noch Anti-Venom. Im Allgemeinen kann man sagen, dass Symbiose sich im ganzen Universum anders verhält. Im Marvel-Universum wird das eben anhand von Venom gezeigt. Beziehungsweise von anderen Symbionten, wie eben Venom zum Beispiel. Ich hoffe, diese kurze Erklärung hat euch gefallen und hat euch auch weitergeholfen. Lasst doch ein Like und ein Abo da. Bleibt fresh und wir hören uns beim nächsten Mal.